sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Echt? Ist das das Ding, bei dem Harpo mitgeholfen? Ihr beide wart ja ganz schön lange unterwegs. Wart ihr draußen spazieren? So in der Art. Ah, Mollys Reste waren ihm also nicht mehr gut genug. Unser kleiner Torgal ist zum Feinschmecker geworden. Schon gut, ich hab verstanden. Irgendwie treibe ich dir noch mehr von diesen Knochen auf. Ich habe etwas Vorrat mitgebracht. Das sollte eine Weile reichen. Darf ich das hier lassen? Darfst du, ausnahmsweise. Ach, und richte Harpo meinen Dank aus. Elender Rechthaber. Ich wollte eh gleich zu ihm. Da bin ich wieder. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Hast du mir etwa das Schwert mitgebracht? Nein, etwas Besseres. Wie? Einen Wetzstein? Ja. Aber keinen, wie du ihn in Valestea finden wirst. Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so scharf bekommen habe. All das für einen einzigen Hieb. In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem Schlachtfeld, da wäre dein zweiter Gegner in jedem Fall dein letzter. Da hast du recht. Aber meinst du, du kannst den Stein trotzdem gebrauchen? Ja, das könnte ich. Mit dem richtigen Stahl kann ich damit eine Klinge schmieden, wie die, die mir Charon gezeigt hat. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valestea nie wieder finden. Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das nach einem Hieb bricht? Nein, dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Aber die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Der Schlüssel liegt in der Körnung. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den gefallenen Ruinen. Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schneiden den richtigen Schliff. Verlass dich drauf, Clive. Ich schmiede uns Wunderwaffen. Die Fluchbrecher wird das sicher freuen. Nur, gönn dir auch mal eine Pause. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Und das werde ich auch weiter tun, bis ich tot umfalle. Clive, mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das werde ich ihm ausrichten. Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber selbst besorgen. Natürlich. Mach ich. Wieder zurück? Willst du was schmieden?
Kristall hat er auch zerstört? Nicht im Ernst. Doch. Ah, Clive. Und wie ist die Jagd gelaufen? Ziemlich erfolgreich. Wie immer lagt ihr mit euren Vermutungen richtig. Und Torgal ist mittlerweile wieder ganz der Alte. Sehr gut, sehr gut. Und ich soll euch von Charon grüßen. Dank euch hat sie eine Sorge weniger. Ah, da fällt mir ein. Nach eurem letzten Besuch habe ich über Torgals Kräfte nachgedacht. Erinnert ihr euch an unser Gespräch über Jills Rolle bei Torgals Verwandlung? Ihr sagtet, dass sie seine Kräfte geweckt hat. Genau das. Ich hielt es für plausibel. Doch mittlerweile sind Zweifel bei mir aufgekommen. Wisst ihr, der Fenrir aus der Legende diente einzig und allein Shiva. Auch er verfügte wohl über beeindruckende Kräfte. Und doch waren sie wohl etwas anderer Natur als das, was ihr bei Torgal beobachtet habt. Was wollt ihr damit sagen? Dass Torgal nicht nur mit einer Esper resoniert, sondern mit mehreren. Denkt doch, er ist nicht nur Jills Gefährte. Treu begleitete er auch euch, eurem Bruder und einst sogar Sid. Das heißt, die Nähe zu mehreren Espern hatte Folgen für Torgal. Er hat sich auf sie eingestimmt. Und es wurden immer mehr, dank der Domini, die ihr besiegt habt, Clive. Ich kann nur spekulieren, wie all das Torgal beeinflusst hat. Er war in letzter Zeit wilder als sonst. Das überrascht mich nicht. Vermutlich wird er noch wilder. Wir können von Glück reden, dass er unser Verbündeter ist und nicht einer unserer Feinde. Er ist mehr als das. Er ist ein Freund. Woher Sid die Energie nimmt. Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Thank you.
dass ich wüsste. Kommt mit! Ich bringe euch zu Goltans Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht. Kommt, meine Kinder! Ich weiß, dass ihr Angst habt, aber jetzt ist nicht die Zeit, um zu zögern. Wir haben das lange...
Jetzt laufe ich. Majestät, es ist mir eine Ehre. Yeah!
Ihr habt abgedankt. Bleibt nur noch die Asche. Eine Handvoll hätte ich. Mal sehen, ob ich noch mehr finde. Das sollte reichen. Wenn der Wein... Sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Ich glaube, Mit könnte Hilfe beim Aufräumen. Hallo, Sid. Wie läuft die Jagd nach der Bomberasche? Schon erledigt. Ich werd verrückt. Und gleich so viel davon. Das reicht, um den Alembik eine halbe Ewigkeit vor sich hin blubbern zu lassen. Du bist der Größte, Sid. Ich hab's ja schon immer gesagt. Also gut, dann mal rein in den Alembik damit! Unser Werk ist vollbracht! Der Telamon-Alembik! Und er funktioniert genau, wie Mit es gesagt hat. Beeindruckend. Und das von dem Mann, der einen hochexplosiven Feuerball zerhackt hat. Da fällt mir ein, ich muss dich noch belohnen. Ach, das brauchst du nicht. Schließlich nützt der Alembik dem ganzen Versteck. Hab dich nicht so. Lass mich doch mal deine Tasche anschauen. Die mit deinen Heilmitteln. Ich glaube, ich könnte da was zaubern. Was hast du denn vor? Nun, ich habe beim Testlauf mit dem Telamon-Alembik eine Substanz isoliert, von der ich glaube, dass sie selbst das härteste Leder geschmeidig wie Seide macht. Eigentlich wollte ich damit alte Stiefel auf Vordermann bringen, bisschen Geld sparen und so. Aber wenn wir davon etwas auf deine Tasche geben, dann wird sie bestimmt elastisch genug, dass ein paar Flakons mehr reinpassen. Na gut, ein Versuch ist es wert. Meine Rede. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Und? Was sagst du dazu? Die Tasche wirkt zumindest flexibler. Ja, ist sie auch. Ich danke dir, schätze ich. Nein, nein, ich danke dir für deinen tatkräftigen Beitrag zur Wissenschaft. Ohne dich würden Wundermittel wie das, das ich auf deine Tasche gerieben habe, alle unentdeckt bleiben. Kurz gesagt, ich sehe großes Potenzial für mehr Zusammenarbeit.